Schönen guten Morgen zusammen. Einen kurzen Hinweis an die Technik. Wir haben leider Musik auf unseren Kopfhörern. Wenn ihr die ausmachen könntet, perfekt. Vielen Dank. So, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Wow, es ist mega schön, in so viele Gesichter zu gucken. Und die Gesichter, die online zugeschaltet sind, sind da noch gar nicht dabei. Richtig cool, dass ihr hier seid, beziehungsweise eingeschaltet habt und Gottesdienst feiern möchtet. Ihr seht vielleicht, dass wir als Band heute irgendwie ein bisschen räumlich aufgeteilt sind. Keine Sorge, das hat nichts damit zu tun, dass wir uns irgendwie in der Probe komplett verstritten haben und gesagt haben, geht mal bitte darüber und keinen Schritt näher. Nee, wir verstehen uns super. Das hat damit zu tun, dass das Taufbecken heute geöffnet ist. Die Bühne ist ein bisschen anders, weil wir feiern heute Taufe, was ganz Besonderes. Und wir möchten ja auch, dass man das sehen kann. Und deswegen haben wir uns so ein bisschen so positioniert, dass hoffentlich alle auch auf das Taufbecken gucken können. Und das ist heute der Mittelpunkt dieses Gottesdienstes, dass wir Taufe feiern. Was eine schöne Sache. Was ein besonderer Gottesdienst. Und ich finde, so einen besonderen Gottesdienst sollte man auch ganz besonders starten. Und deswegen singen wir ein komplett neues Lied. In dir leben wir, heißt das. Genau. Und mit diesem Lied möchten wir jetzt starten. Wem es möglich ist, bitte ich doch einfach aufzustehen. Vielleicht kennst du das Lied gar nicht, hast es noch nie gehört. Dann lade ich dich aber trotzdem ein, lass es auf dich wirken, lies den Text mit, wenn du es kennst oder so reinfindest in das Lied, dann sing ruhig laut mit, es ist ein richtig schönes Lied. In dir leben wir. Wir suchen voll Erwartung deine Gegenwart. Du bist um uns, du wohnst in uns, bist verborgen nah. Wir erheben unsere Stimmen, öffnen unseren Geist, um dich tiefer zu erkennen, den die Schöpfung. Staunend, manchmal fragend, öffnen wir die Tür.
Ja, sei ganz herzlich gegrüßt. Herzliches Willkommen zu diesem Taufgottesdienst. Und ganz besonders möchte ich willkommen heißen die 6 Täuflinge, die hier schon auf der Reihe sitzen. Und ich möchte ganz herzlich auch die begrüßen, die Freunde sind, die Verwandte sind von den Täuflingen. Vielleicht seid ihr zum ersten Mal da. Ich freue mich, dass ihr mitmachen wollt, bei dieser Taufe es miterleben wollt. Es ist eine großartige, eine wunderschöne Sache, wenn Menschen sagen, Jesus sei mein Herr in meinem Leben. Mein Name ist Wolfgang Göring und ich mache heute die Einleitung zu diesem Gottesdienst. Ja, es ist heute ein wunderschöner Tag wieder, wie schon so einige. Und was ich daran liebe, an diesen wunderschönen Tagen, ist der frühe Morgen, wenn es noch kühl ist. Wenn es so warm wird, wenn dann die 28, 30 Grad Marke erreicht ist, dann werde ich faul und ich lese lieber etwas in meinem Sofa. Gestern bin ich sehr früh losgefahren nach Utzenfeld bei Schönau und dachte, ich fahre mal hoch auf den Bällchen und genieße diesen ganz frühen Morgen. Ich hatte die Straße praktisch für mich allein. Und nach 1,5 Stunden war ich nach einer wunderschönen Fahrt mit dem Fahrrad da oben. Und ich musste einfach Gott loben und danken für dieses tolle Erlebnis an diesem Morgen. Und was auch ein tolles Erlebnis ist, dass wir heute Taufe feiern. Und deswegen möchte ich jetzt mit euch zusammen den Psalm 100 beten. Ihr dürft alle gerne dazu aufstehen und mitbeten. Jauchzt dem Herrn alle Welt, dienet dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Erkennet, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst, zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Gehet zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Danket ihm, lobet seinen Namen, denn er ist freundlich und seine Gnade währt ewig und seine Wahrheit für und für. Amen. Ja, der Gottesdienstablauf wird ein bisschen anders sein als gewohnt durch das, dass wir die Taufe haben. Nach dem Infoclip wird Dominik Tosto zu uns die Predigt halten und anschließend beginnt dann auch schon der Teil der Taufe. Jetzt möchte ich noch den Infoclip ankündigen und während der Infoclip läuft, gehen die Körbchen für die Kollekte durch die Reihen. Wir finanzieren uns ausschließlich von freiwilligen Spenden und ich möchte herzlich danken, was ihr einlegt und dadurch diese Gemeindearbeit möglich macht. Die jungen Erwachsenen sind heute um 18 Uhr ganz herzlich zu einem Sofaabend in gemütlicher und familiärer Atmosphäre eingeladen. Sie teilen Leben und Glauben mit Lobpreis und gemeinschaftlichem Essen. Das ist eine perfekte Gelegenheit, als junge Generation zu connecten und einen inspirierenden und ermutigenden Abend zu genießen. Meldet euch bitte bei unserem Jugendreferenten Dominik Trosto an, dann bekommt ihr weitere Infos zu eurem Treffpunkt. Möchtest du den fragenden Menschen, die nach einem erfüllten Leben suchen, von Gott erzählen? Am Samstag, den 1. Juli, hast du die Gelegenheit dazu. Das Netzwerk Lörrach trifft sich um 14 Uhr direkt im Hebelpark zum Straßeneinsatz. Sei auch du dabei! Eine gute Vorbereitung für deinen nächsten Netzwerkeinsatz könnte auch unser Seminarangebot am nächsten Dienstag, den 27.06. sein. Das Thema des Abends lautet Kommunikation des Evangeliums. Es ist nicht nur für klassische Evangelisten gedacht, sondern gerade auch für diejenigen, die mit dem Thema bisher noch nicht so viel zu tun hatten. Unsere Referentin Christina Imwalle ist Dozentin am Theologischen Seminar St. Krishona.
Sie möchte mit den Teilnehmern gemeinsam über das Evangelium nachdenken, Aspekte gelungener Kommunikation anschauen und ermutigen, von Jesus zu erzählen. Frei und passend zur eigenen Persönlichkeit. Heute ist Anmeldeschluss. Möchtest du teilnehmen, dann melde dich bitte noch heute über unsere Website oder im Sekretariat an. Heute hast du auch die letzte Chance, dir noch einen Platz für die Gemeindefreizeit vom 29.09. bis zum 1.10. zu sichern. Denn heute ist Anmeldeschluss. Melde dich über unsere Website oder im Sekretariat an. Wir sind in einem wunderschönen Haus mit traumhafter Umgebung und freuen uns schon jetzt auf die gemeinsame Zeit. Also, sei dabei! Wenn du unsere aktuellen Informationen zum Gemeindeleben noch nicht bekommst und mehr erfahren möchtest, darfst du dich gerne auf unserer Website dazu anmelden. Alternativ darfst du gerne das Formular an der Infothek ausfüllen. Auf Instagram und Facebook darfst du uns auch folgen. Wir stehen dir bei Fragen gerne zur Verfügung. Dass wir alle so zahlreich versammelt sind. Liebe Online-Community, auch richtig cool, dass ihr mit am Start seid und auch Teil von unserer Familie seid und hier dieses Fest mit uns feiert. Und natürlich auch an euch, liebe Täuflinge, richtig cool, dass ihr unser Grund seid, dass wir heute was zu feiern haben, aber auch, dass ihr eure Familie, eure Freunde mitgebracht habt und dass wir alle zusammen eine richtig gute Zeit haben werden. Denn wir feiern heute Taufe. Wir feiern, dass Menschen aus der Mitte unserer Gemeinschaft einen starken Schritt des Glaubens machen. Mit eurer Taufe stellt ihr euch zu eurem Glauben an Jesus. Und dieser Schritt, diese Taufe, hat eben so eine tiefe geistliche Bedeutung. Und es ist ein wirklicher Grund zu feiern. Außerdem darf heute wirklich jeder mitfeiern. Natürlich in erster Linie seid erstmal ihr, für euch, dass es ja super praktisch wird und richtig was zu erleben gibt heute, in dem kühlen Nass da hinten. Aber auch wenn du heute nicht getauft wirst oder vielleicht auch gar nicht getauft bist, findet sich in dieser Taufe, in diesem Gottesdienst, in der Botschaft eine gute Botschaft für dich. Da findet sich ein starkes Angebot, das auch für dich relevant ist. Und aber auch wenn du vielleicht schon getauft bist, schon einige Jahre zurück, dann darf dieser Taufgottesdienst dich wieder freudig an deine Taufe zurückerinnern. Du darfst dir neu bewusst werden, was das für dich bedeutet, dass du getauft bist, und darfst dich daran freuen. Wir sind heute unterwegs in dem Thema unserer Themenreihe der Freiheit. Und ich brauche kurz den Drücker hier. Der ist, ja, bombastisch. Genau. Da bringe ich euch direkt mal mit. Wir sind in der Themenreihe Freiheit unterwegs, wo wir im Galaterbrief unterwegs sind und dieser Freiheit nachspüren. Das ist natürlich ein Wink mit dem Zaunfall, natürlich die Taufe und die Freiheit miteinander zu verknüpfen. Daraus ist geworden, in die Freiheit hineingetauft. Dem spüren wir heute nach und sind auch eben, wie gesagt, im Galaterbrief unterwegs, suchen nach Erleuchtung. Ich habe euch einen Bibeltext mitgebracht aus dem Galaterbrief, Kapitel 3, der uns da was zu sagen hat, der uns da hilft zu erkennen, was eigentlich diese ganze Geschichte heute hier soll, was das zu bedeuten hat und was wir eigentlich zu feiern haben. Das ist die Hoffnung für heute. Ihr seht ihn schon. Paulus schreibt an die Galater: Ihr alle seid also Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, habt ein neues Gewand angezogen. Christus selbst. Hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau. Denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Meine Hoffnung ist, dass wir aus diesem Text was erfahren, was wir denn heute wirklich zu feiern haben. Das ist die Frage heute. Was feiern wir denn jetzt heute eigentlich? Ich will euch mal ein Angebot machen. Zuerst allemal feiern wir den Glauben an Jesus. Klar, wir feiern auch noch die Taufe, und die Taufe ist ja ein wichtiger Schritt im Leben eines Christen, aber sie ist eben nicht der erste Schritt. Paulus sagt ja selber hier in dem Text: Ihr alle seid also Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und weil ihr mit ihm verbunden seid. Der Glaube. Der Glaube scheint entscheidend zu sein. Doch was hat es mit diesem Glauben als ersten Schritt auf sich? Es geht doch eigentlich immer los
dass wir erleben, dass Gott uns anredet, dass er sich an irgendeinem Punkt in unserem Leben sich zeigt und uns zum Glauben ruft, uns einlädt, in enger Gemeinschaft mit ihm zu leben. Und diese Einladung, die da ist, die macht was mit uns. Da passiert was. Wir merken, dass Gott uns innerlich anrührt und uns durch seinen Heiligen Geist das Herz öffnet, Vertrauen in uns zu ihm weckt. Und dann beginnt eben das, was das Neue Testament Glaube nennt. Dieser Glaube, er entfaltet sich auf zwei Ebenen. Und das finden wir auch im Leben wieder. Das finden wir auch im Leben unserer Täuflinge wieder. Zuallererst einmal erkennen wir, was ist wahr. Es ist wahr. Das ist die Erkenntnis. Es ist wahr, was über Jesus gesagt wird. Er ist Gottes Sohn. Er hat gelebt. Er wurde gekreuzigt. Er wurde begraben und er ist auferstanden. Ich erkenne aber auch, dass das nicht nur ein Teil der Weltgeschichte irgendwie ist. Nein, wir erkennen, dass das was mit dir und mit mir zu tun hat. Weil Gott es eben nicht ertragen konnte, uns Menschen in unserem Zustand, in dem wir sind, zu belassen, setzt er alles daran, um uns zu retten. Er startet die größte Rettungsgeschichte, Rettungsaktion, die die Menschheit jemals gesehen hat. Wir lesen davon, Johannes beschreibt das so: Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Also dazu gehört auch die Erkenntnis. Wir erkennen, Jesus ist nicht einfach nur so gestorben, er ist für mich, für meine und für deine Sünden gestorben. Und er ist aber auch auferstanden. Und diese Auferstehung scheint doch die Bestätigung dafür zu sein, dass Jesus wirklich der ist, der er von sich behauptet, dass er ist. Dass es eben wahr ist mit Jesus. Es ist wahr. Das ist die Erkenntnis. Gleichzeitig bleibt dieser biblische Glaube aber nicht auf dieser Wahrheitsebene stehen. Nein, da geht es viel tiefer. Es geht um Vertrauen. Glaube, der vertraut, dass eben Gott Ja zu mir sagt und seine radikale Liebe ans Kreuz führt. Das schafft Vertrauen. Er lebt. Er lebt und das ist in meinem Leben erfahrbar. Und darum kann ich mich von meinem ganzen Herzen auf ihn verlassen. Und ich darf durch ihn Gottes Kind sein. Und da erachte ich es als auch ein gewisses Privileg, erleben zu dürfen, jetzt wenn ich an euch Täuflinge denke und euch sehe und wo ich auch das Privileg habe, manche von euch schon mehrere Jahre, manche ein paar Monate Leben miteinander zu teilen und einen Weg zusammen zu gehen und immer wieder an kleinen Punkten zu erfahren, wie ihr genau das erlebt habt, dass ihr Erkenntnisse hattet, dass ihr Sachen erkannt habt, wie es um Gott steht, wie es um euch steht, wie die Zusammenhänge sind, aber auch vor allem zu erleben, wie ihr mehr und mehr Vertrauen findet in diesen Jesus, der Ja zu euch gesagt hat. Und ihr habt diese Erfahrung gemacht. Ihr habt im Taufgespräch davon berichtet. Ihr habt ja euch zu diesem persönlichen und bewussten Glauben an Jesus Christus bekannt. Und genau weil das so ist, darum taufen wir euch heute. Also mit dem Glauben scheint es loszugehen. Aber dann folgt doch dann der zweite Schritt. Und unser nächsten Grund zu feiern. Wir feiern Taufe. Diesen Schritt, den beschreibt Paulus so: auf Christus getauft werden. Auf Christus getauft werden. Man könnte auch sagen, in der Sache nach, auf den Namen von Jesus Christus getauft werden, was ja auch nachher geschieht. Auf den Namen von Jesus Christus. Und dieses auf den Namen, das ist eine Wendung, eine Art und Weise, es auszudrücken, wie man das auch schon aus der Antike kennt. Meistens im Zusammenhang von irgendwelchen Handel oder Zahlungsverkehr. Ja, ich bestelle das in deinem Namen, ich bezahle das in deinem Namen und so weiter. Aber da brauchen wir nicht auch noch die Antike dafür, das finden wir auch im Hier und Jetzt. Wenn ihr zum Beispiel an euren Geldbeutel denkt, habt ihr wahrscheinlich alle eine Bankkarte drin, wo ihr unterwegs seid und da steht unser Name drauf. Auf dieser Karte steht unser Name drauf und wir haben bei der Bank mal unseren Namen mit Unterschrift hinterlegt und können dadurch in unserem Namen mit dieser Karte bezahlen, wenn das entsprechende Guthaben auch auf der Bank ist. Wenn ihr heute auf den Namen Jesus Christus getauft werden, was bedeutet das?
Ich denke, das bedeutet, Jesus hat mit seinem Leben für eure Sünde bezahlt. Und damit hat er sozusagen Guthaben für euch bei Gott angelegt. Guthaben, das ausreicht, damit alle Schuld, alle Sünde, die ihr in eurem Leben angehäuft habt und anhäufen werdet, vor Gott bezahlt werden kann. Jesus hat mit seinem Leben dafür für dich bezahlt, wofür du sonst einmal vor Gott mit deinem Leben hättest bezahlen müssen. Er hat euch in die Freiheit gekauft. Und ihr, was habt ihr gesagt? Was ist eure Antwort, die ihr heute zum Ausdruck bringen wollt? Ihr sagt, danke Jesus. Danke Jesus, ich nehme das Geschenk gerne an. Ich nehme an, dass du mich freigekauft hast. Und das feiern wir und das ist ein Grund zu feiern. Heute mit dieser Taufe sagt ihr das auch öffentlich. Ihr sagt, mein Leben gehört dem, der für mich mit seinem Leben bezahlt hat. Wenn Jesus für euch bezahlt hat, dann bedeutet das aber auch, nichts und niemand außer Jesus hat keine Macht dieser Welt. Nicht einmal der Tod hat von nun an irgendeinen Anspruch auf euch, auf euer Leben. Ihr gehört nicht anderen Menschen oder irgendwelchen Mächten, ihr gehört allein zu Jesus. Warum? Weil er mit seinem guten Namen für euch bezahlt hat. Und wenn ihr jetzt gleich auf seinen Namen getauft werdet, dann bekommt ihr Anteil an dem, was Jesus für euch getan hat. Dann ist es euer Besitz. Ihr seid Gottes Kinder, schon durch den Glauben. Aber jetzt gleich in der Taufe bekommt ihr sozusagen noch ein Siegel aufgedrückt, auf dem sichtbar steht, du bist Gottes Kind, ein für alle Mal. Und dieses Siegel, das kann niemand durchbrechen. Niemand darf das durchbrechen und kann zerbrechen. Und das will ich euch mitgeben für eure Zukunft. Nehmt das mit in euer Leben, nehmt das mit in eure Zukunft, wo auch immer ihr seid, was immer auch euch widerfährt. Nehmt das mit zu sagen, ihr gehört Jesus Christus. Und ich bin dadurch Gottes Kind. Ich bin frei gekauft. Ich bin frei getauft und von meiner Schuld erlöst. Ein absoluter Grund zu feiern. Der nächste Grund zu feiern, den ich uns anbiete, ist, wir feiern Leben im neuen Gewand. So wie Paulus das hier ausdrückt, denn ihr alle, die auf Christus getauft worden seid, habt ein neues Gewand angezogen. Christus selbst. Christus selbst als Gewand angezogen. Ja, und ihr seid, was ihr tragt. Kleider machen Leute. Ihr seid Christen, Leute, die dem Christus angehören. Jeder Schritt in eurem Leben wird von ihm begleitet. Alles, was ihr tut, dürft ihr gemeinsam mit ihm tun. Ihr werdet sozusagen in der Taufe umhüllt von seiner Gegenwart. Für euer ganzes zukünftiges Leben ist Gott gegenwärtig in eurem Leben. Er wird euch schützen. Er wird euch bewahren, er wird euch führen, er wird euch wärmen, er wird euch in seine Liebe umhüllen. Vielleicht ein bisschen sowas wie die Lieblingskleidung, die man trägt. Christus angezogen, das ist eure Perspektive. Und dann sagt Paulus auch noch, was das jetzt ganz konkrete Auswirkungen haben soll. Hier ist eben nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freie, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus. Und das heißt, was uns eben vordergründig auszeichnet, was uns ausmachen soll und was bei vielen Menschen angesehen und wichtig ist, das zählt bei Jesus nicht. Bei Gott zählt allein, dass er uns aus seiner Liebe zu seinen Kindern gemacht hat. Und als seine Kinder sind wir alle gleich. Das allein bestimmt von nun an unser Leben. Das bestimmt unseren Umgang miteinander. Und wenn Menschen, was Menschen jetzt an Äußerlichkeiten festmachen, uns degradieren, abwerten, genau das wertet Gott auf. Und wenn jetzt auch Menschen an äußeren Erscheinungsbild ein bisschen zu hoch hängen und das vielleicht zu wichtig nehmen, das bringt Gott wieder auf den Boden der Realität zurück. Ich will euch sagen, egal was Menschen, andere Menschen euch sehen und was sie für euch halten, das bestimmt nicht mehr über euren Wert. Wertvoll seid ihr, weil ihr Gottes Kinder seid. Und weil Gott euch liebt. Ich fand es super ermutigend, auch in Perspektive von euren Zeugnissen zu hören, was ihr erlebt habt, wie euch Gott ins Leben gesprochen hat. Und wir sind schon sehr gespannt, da nachher davon mehr zu hören, wie ihr diesen Weg erfahren habt.
Sehr unterschiedlich habt ihr gemerkt, wie sehr er euch liebt und was er für gute Gedanken der Zukunft und der Hoffnung er für euch hat. Dass ihr auf so vielfältige und unterschiedliche Art und Weise verstanden habt, dass Gottes großes Ja über eurem Leben steht. Mit eurer Taufe zeigt ihr öffentlich und verbindlich eure Antwort auf Gottes Liebe. Ihr zeigt euer Ja zu ihm. Und das bleibt dann eben nicht nur ein nettes Zeichen oder ein schönes christliches Ritual, das man ab und zu so macht oder das schon viele Leute gemacht haben. Nein, da steckt eine Kraft drin. Und dieses Zeichen entfaltet seine Kraft. Vielleicht vergleichbar, wie eine verheiratete Person sich an seinen Tag der Trauung erinnert, wo man sich gegenseitig sein lebenslanges Ja zueinander versprochen hat. Und so real dieser Ring an eurem Finger hängt und der an euch erinnert, an diese Realität, täglich, Tag für Tag. So darfst du oder ihr, die ihr jetzt heute diese Taufe geht, dürft ihr euch an diesen 25. Juni 2023 erinnern, der in die Geschichte eingeht. Du darfst dich erinnern, wie du wirklich dieses kühle Wasser, dieses Taufbeckens auf deiner Haut gespürt hast. Und du darfst dich daran erinnern, dass du unter Wasser wirklich nicht mehr atmen konntest. Und dort bist du mit Jesus gestorben. Und wie du mit neuem Leben an die frische Luft hinauftauchst, in ein neues Leben, in ein neues Leben mit Gott. Diese Realität, diese neue Realität, die euch jetzt davor steht, diese kann euch keiner mehr rauben. Keine Mächte, keine Gewalten. Diese Realität, dass deine Schuld dir wirklich vergeben ist und dass du wirklich zu Jesus gehörst, weil du auf seinen Namen getauft bist. Diese Realität ist unraubbar. Er ist nun dein Herr. Und dieses Herrsein beruhte aber nicht nur auf eine äußere Unterordnung, wo es irgendwie so um Machtverhältnisse geht, sondern es geht um eine tiefe, intime Verbindung, eine Beziehung, in die er hier eingeht. Wie die Rebe im Weinstock ist, so seid ihr wirklich in Christus. Diese Taufe ist alles andere als das Ende eurer Reise. Nein, vielmehr markiert sie den Anfang, wo ihr aussagen wollt, hey, ich will richtig durchstarten mit diesem. Ich sag mein Ja zu ihm und ich bin gespannt, was das ist. Auf diesen Anfang, den ihr jetzt macht, dem folgt ein verändertes Leben. Diese Taufe begründet einen lebenslangen Prozess der Veränderung zu dem Vorbild Jesu hin. Und es ist noch ein lebenslanger Weg vor uns, an dem wir mit Jesu Hilfe ihm immer ähnlicher werden dürfen. Und auch da haben wir wieder einen absoluten Grund zu feiern. Wir feiern nämlich lebendige Gemeinschaft. Und was gibt es für ein besseres Bild für lebendige Gemeinschaft als diesen Saal voll mit lebendigen Menschen, wenn ihr euch umguckt, so viel Leben, das hier pulsiert, so viele Menschen, mit denen wir heute in diesem Moment zusammen unterwegs sind. Ich denke, diese lebendige Gemeinschaft ist absolut eine gute Nachricht für euch. Ihr werdet heute in den Leib Christi getauft, in die weltweite Gemeinschaft der Gläubigen. Wir sind zusammen unterwegs. Wir machen diese Reise zusammen. Und gemeinsam sind wir herausgefordert von Gott und seinem Heiligen Geist, aufgefordert, unsere alten Verhaltensweisen abzulegen, wie Egoismus, Selbstherrlichkeit. Abzulegen wie alte Kleider, ist es beschrieben. Wir werden aufgefordert, diese neuen Kleider, die Jesus uns anbietet, anzuprobieren. Die Liebe zu anderen, die wir schon einmal in der Gemeinde und der Gemeinschaft einüben kommen, um sie dann im größeren Stil, auch in unserem Alltag, auf unserer Arbeit und in der Schule oder weiß ich wo, ausleben können. Erbarmen, Güte, Demut, Sanftmut, Langmut, einander ertragen, vergeben. Das gehört zukünftig zu eurer Grundgarderobe. Und da macht es doch Sinn, sich von allem anderen zu trennen, das diesen alten Verhaltensweisen im Wege steht. Endlich die alten Unterhosen wegwerfen. Konkret werden wir aufgefordert, diese Haltung der Annahme gegenüber denen zu leben, mit denen wir in der Gemeinschaft zusammengestellt sind. Wie kann das im Einzelnen aussehen? Ich nehme den anderen wahr. Ich höre ihm zu, ich interessiere mich für die Person. Ich versuche, diese Person durch die Jesu-Brille zu sehen. Ich frage mich, was ich für die Person tun kann, was sie für mich tun könnte und für welche Aufgaben ich sie vielleicht brauchen könnte. Das kommt erst an zweiter Stelle. Nein, ich achte auf den anderen. Ich helfe ihnen, an Jesus dran zu bleiben. Ermutigen sie in Krisenzeiten. Frage nach, bete für die Person. Und auch wenn wir an die Kinder und Jugendlichen in unserer Gemeinde denken, dann dürfen wir sagen, hey, ich möchte dich begleiten. Ich möchte nach deinem Ergehen fragen. Ich freue mich über Begegnungen mit dir und zeig dir das auch. Ich bin da, wenn du Hilfe brauchst. Gleichzeitig
lasse ich aber auch auf mich achten. Auch ich brauche jemanden, der nach mir schaut. Denn auch ich bin ja nicht perfekt. Ich kämpfe immer noch mit meinen alten Kleidern, die da noch an mir hängen. Und wie gut ist es, dass da jemand an meiner Seite steht, wenn ich von Zweifeln gepackt werde. Und wie befreiend das sein kann, mit dem, dass ich mit jemand offen reden kann und weiß, dass die Person mir zuhört, für mich betet, an meiner Seite bleibt, auch wenn die Zeiten unruhig werden. Ich nehme dich an, wie du mich annimmst. Und so sind wir in Christus vereint. Es gibt keine sozialen Grenzen mehr. Die Ähnlichkeit mit Jesus überstrahlt alle Unterschiede. Und diese neuen Kleider, die Jesus uns anbietet, lassen die Unterschiede verschwinden. Wir sind eins mit ihm und mit ihm. Und sind dann zusammen wie so ein himmlischer Chor in ihren weißen Kleidern, der dem Herrn aller Herren alle Ehre gibt, die ihm gebührt. Und liebe Täuflinge, wenn ihr gleich klitschnass aus den Betten steigt, dann macht euch für einen Moment klar: Ich bin Gottes Kind, ein für alle Mal. Ich gehöre zu Christus. Ich bin in seinem Schutzbereich, weil ich ihn angezogen habe. Und wertvoll bin ich, weil er mich liebt. Ich bete. Jesus, wir preisen dich, dass wir heute in diesem Gottesdienst dieses Zeichen der Taufe, dass dieses mit Leben gefüllt ist und dass wir das erleben dürfen, was das für das Leben von diesen Menschen bedeutet, die sich aufgemacht haben, diesen Schritt zu gehen. Ich danke für das Leben, dass du sie geführt hast, dass du sie heute an diesen Punkt gebracht hast und dass du sie auch begleitest, was darüber hinausgeht. Ich bitte dich aber auch, dass du uns immer wieder neu zeigst, was dieses Zeichen bedeutet, was die Taufe bedeutet. Und ich bitte, dass du jedem Einzelnen zeigst, dass du sein Ja zu ihnen sprichst und mit ihnen durchs Leben gehen willst, mit ihnen in Gemeinschaft leben willst und dass du willst, dass die ganze Sache mit dir machen. Wir beten das in deinem guten Namen. Amen. Manche bist du weit weg wie ein Wort, das nichts mehr heißt. Oder sowas wie ein Märchen überbracht aus alter Zeit. Doch ich sah dich Wasser teilen und aus der Tiefe zogst du mich ans Licht. Ja, das bist du für mich. Für andere wohnst du nur noch in Gebäuden alt wie Stein. Doch ich weiß, du lebst auch in mir, in meinem tiefsten Sein. In den Wundern deiner Schöpfung und in den Augen eines Fremden sehe ich dich. All das bist du für mich. Du bist Liebe, Leben, die offene Tür. Wenn ich leer bin, füllst du mich mit Hunger nach mehr. Deiner Gnade und Güte, wie Atemluft brauche ich dich. All das bist du. Das bist du für mich. Und manchmal hab ich Zweifel, ich denk, jeder kennt das doch. Und ich frag mich, wenn ich falle, liebst du mich dann immer noch? Doch ich weiß, ich werde stärker, wenn ich mit dir rede, deine Nähe so. Das, was ich brauch, bist du.
mit Hunger nach mehr deiner Gnade und Güte, wie Atemluft brauche ich dich. All das bist du, du bist größer, höher, nichts kommt dir gleich und in Ehrfurcht staunend. Dominik hat das so schön schon dargestellt, was für ein Freudenfest das heute ist. Und das ist ja das, worum es bei Gemeinde eigentlich geht. Ne? Nicht um so ein tolles Programm oder um eine tolle Show oder irgendwie, wer hat Recht nachher, sondern es geht darum, dass Gott in einzelnen Menschen wirkt, dass er uns begegnet. Das ist auch der Grund, warum ich hier stehe, warum ich Pastor geworden bin, warum ich mich damals vor, keine Ahnung, 24 Jahren habe taufen lassen. Weil Jesus mir begegnet ist, weil er mich geliebt hat mit einer Liebe, die ich mir nicht vorstellen konnte und immer noch liebt. Und weil ich in ihm die Wahrheit gefunden habe, die auf viele Grundfragen meines Lebens geantwortet hat und er mir einen Frieden gegeben hat in meinem Leben. Und heute werden gleich 6 Täuflinge erzählen darüber, wie das ihnen ergangen ist, wie Gott in ihrem Leben gewirkt hat. Und das ist der Kern von Gemeinde, dass Gott wirkt in unserem Leben. Und vielleicht sitzt du hier und du hast diesen Gott noch gar nicht eingeladen in dein Leben oder ihn noch gar nicht so erlebt. Und dann mache ich dir Mut, hör zu und frag nach, weil da gibt es einen Gott, der dich liebt und der dir sagen möchte, ja, wie viel du ihm bedeutest und was Wahrheit ist. Aber bevor wir die Lebenszeugnisse, die Berichte hören von den Täuflingen, habe ich nochmal was ganz Schönes für uns. Und zwar betrifft das eine weitere Person. Also wir haben jetzt heute 6 Täuflinge, aber wir hätten eigentlich 7 Täuflinge, weil es noch eine Person gibt, die sich eigentlich auch taufen lassen wollte. Aber es gibt ein Problem, die ist in Schweden. Und von Schweden, da geht man nicht so ganz schnell nach Lörrach, da ist die Zugverbindung nicht ganz so gut. Aber sie kommt hier aus der Gemeinde, hat jetzt eben ein Jahr in Schweden fast hinter sich und fühlt sich noch sehr verbunden mit dieser Gemeinde und hat gesagt, wenn ich schon nicht hier getauft werden kann, weil ich weg bin, dann will ich mich trotzdem mit dieser Gemeinde auch verbinden. Und sie hat sich taufen lassen letzte Woche in der Hillsong-Gemeinde in Schweden und hat ein kleines Video geschickt. Und das schauen wir uns gleich an. Viele von euch kennen sie, Simea Scheurer, und sie möchte uns Anteil haben lassen, damit wir uns mitfreuen an ihrer Taufe. Und bei Taufe ist es ja so, dass wir mit Absicht hier vor der Gemeinde taufen und nicht heimlich irgendwo in einem Badezimmer, wo es niemand sieht, damit die Gemeinde, damit ihr auch beten könnt für die Täuflinge. Und damit wollen wir auch die Simea mit reinnehmen in unsere Gebete und uns mit ihr freuen, dass sie ihren Weg mit Jesus geht. Deswegen sehen wir gleich den Clip und wundert euch nicht, falls ihr nichts versteht, da die Technik hat keinen Fehler gemacht, die reden halt Schwedisch. Ne? Also jetzt sehen wir die Taufe. Simea har trott på Jesus sedan hon var ett barn, men hon har aldrig döpt sig. Nu idag så vill hon ge hela sitt liv till Jesus genom att döpa sig. Så Simea, på Jesu uppmaning, på din egen bekännelse om tro på honom, så döper vi här idag till Kristus, i Faderns och i Sonens och i den helige Andes namn. Amen! Jag hoppas ni tycker att det här tar en stund, och det är det vi gör, för det är underbart. Vi kommer aldrig någonsin ha så mycket att göra så att vi inte hinner. Er hat uns gegrüßt mit einem Video und ich dachte, es ist nur fair, dass wir sie auch grüßen mit einem kleinen Video. Und ich mache das jetzt, ne, ein kleines WhatsApp-Video, und Sammy kommt noch mal kurz nach vorne. Du hast einen Vers für sie rausgesucht und ihr seid im Hintergrund, und nachher am Ende, wenn wir fertig sind, dann klatscht einfach ganz laut, damit sie spürt, dass wir mit ihr verbunden sind. Okay, mal gucken, ob ich das hinkriege. Ah ja, sieht gut aus. Sammy, bist du ja auch im Bild? Jawohl.
Okay, los geht's. Hi Simea, wir grüßen dich ganz, ganz herzlich hier aus der FEG Lörrach. Wir wissen, du wärst heute gern dabei gewesen, hättest dich hier gern taufen lassen. Aber wir freuen uns mit dir, dass du deine Taufe trotzdem gemacht hast in Schweden, in der Hillsong-Gemeinde. Und wir freuen uns sehr darüber, dass du deinen Weg gehst mit Jesus und dass du immer näher zu ihm hinwachsen möchtest. Er hat gute Gedanken über dich und über dein Leben und wir freuen uns sehr darüber. Und Sammy hat dir jetzt noch einen Vers rausgesucht. Yes, ich freue mich auch riesig und ich darf den Vers zusprechen aus Josua 1, Vers 9. Ja, ich sage es noch einmal, sei mutig und entschlossen, lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst, denn ich, der Herr, dein Gott, stehe dir bei, wohin du auch gehst. Du siehst ihn ja, wir freuen uns sehr mit dir. Liebe Grüße nach Schweden und wir freuen uns, wenn wir dich mal wieder hier sehen. Alles Gute, ciao. Moment, senden. Okay, jetzt, super. Nicht, dass wir das Video aufgenommen hätten und es wäre niemals abgesendet worden. Okay, also wir freuen uns mit Simea, das ist wirklich toll. Genau, jetzt werden wir die Berichte hören von unseren Täuflingen. Kommt doch mal nach vorne, setzt euch schon mal hier hin, da seht ihr sie in voller Pracht. Und sie alle haben so ein Bekenntnis unterschrieben für die Taufe, dass sie an Jesus glauben, dass sie ihm nachfolgen, dass sie glauben, dass sie Rettung brauchen von ihrer Sünde und die Vergebung finden bei Jesus. Und genau, das ist ihnen allen gleich. Und wie sie dazu gefunden haben, zu diesem Glauben und zu diesem neuen Leben, das erzählen sie jetzt. Und die Annie, wo sitzt sie denn? Ja, die fängt an. Hallo, mein Name ist Annie Volk. Ich werde in wenigen Wochen 17 und mache nächstes Jahr mein Abitur. Ich bin hier in der FEG aufgewachsen und seit ich 6 Jahre alt bin, bin ich bei den Bow Rangers aktiv. Das sind christliche Pfadfinder. Der Glaube war daher schon immer Teil meines Lebens. 2015 war ich auf einem Ranger Camp und wir hatten so eine Art Worship-Abend. Ich saß am Feuer und eine Liebe durchströmte mich und ich wusste, Gott ist es. Und auch an dem Abend übergab ich ihm mein Leben. Ich hörte viele Geschichten über Gott und Jesus und lernte ihn dadurch immer mehr kennen. Wir haben bei den Rangern so einen Wachstumspfad, der den Weg eines Menschen beschreibt und seine Entwicklung von Beginn der Rangerzeit bis zum höchsten Rang. Wenn ich auf diesen Weg blicke, dann sehe ich, wo Gott mich getragen hat, wo er mich begleitet hat und einfach bei mir war. In meinem Leben bin ich schon so durch manche Krisen gegangen und manchmal war ich komplett verloren und habe Gott nicht mehr gesehen. Ich habe ihn erlebt durch unterschiedliche Zeichen und eines davon möchte ich kurz mit euch teilen. Es ist eine Liedzeile aus dem Song Paparazzi, wo es heißt, I will follow you until I found you. Ich werde dir folgen, bis ich dich gefunden habe. Gott sprach dadurch zu mir und erinnerte mich an sein Versprechen. Anni, ich halte immer an dir fest, auch wenn du mich vielleicht mal vergisst. Ich wusste, Gott ist bei mir und ich vertraue darauf, dass er am Ende alles zum Guten wenden wird. Er hält immer an mir fest. Durch ihn wurden meine Werte und meine Sichtweisen neu verändert. Er half mir, meine Identität neu zu suchen und stellte mir dabei Menschen beiseite, die mich begleiteten, förderten und denen ich einfach meine Fragen und Zweifel stellen darf. Er ließ mich wachsen und ich fand in ihm eine neue Hoffnung und Lebensperspektive, die er mir gibt. Deswegen lasse ich mich heute taufen. Ich durfte erfahren, wie Gott auf mich achtet und mich versorgt und mir nur das zutraut, was ich auch nur tragen kann. Dieser Zuspruch, I will follow you until I found you, gilt für mich Tag für Tag. Und das will ich heute festmachen. Gott hat für mich einen Menschen vorbereitet, den er gebrauchen will und den ich heute starten will. Und den ich auch für euch allen bezeugen will. Auf ins große Abenteuer. Allzeit bereit für Jesus. Ja, hallo, mein Name ist Levin, ich bin 16 Jahre alt und in der 10. Klasse in der FES. Ich habe drei Geschwister, Timon, Jula und Simea
und mein Vater und Mutter heißen Cindy und Daniel, die kennt man vielleicht. Meine Hobbys sind Arbeiten, weil es Spaß macht. Und ich gehe noch ins Gym und ich schaue und spiele auch gern Fußball. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und dafür bin ich auch wirklich dankbar. Und ich bin, seitdem ich auf jeden Fall sehr klein bin, hier in der Gemeinde. Ja, aber bis jetzt hatte ich immer nur diesen christlichen Glauben, also es war noch nicht so dieses richtige. Eben, und dann ist letztes Jahr meine Schwester, Simea, nach Schweden gegangen und das ist mir nahe gegangen, oder ich fand es halt einfach traurig, dass sie gegangen ist. Und dann gab es auf der Jugendfreizeit so ein Andachtsheftchen, Big Adventure hieß es, glaube ich. Und dort gab es so eine Anleitung für so eine stille Zeit, die man auch nach der Freizeit zu Hause machen konnte. Und das habe ich dann gemacht, als es mir einfach nicht gut ging. Oder als es mir nicht gut ging. Das hat mir halt einfach unglaublich viel Trost und Zuversicht geschenkt. Und dann habe ich das meinen Eltern erzählt und dann hat meine Mutter mir hier das Buch hier gekauft. Und das habe ich dann zu meiner Gewohnheit gemacht. Immer morgens oder abends habe ich das halt gelesen. Und das hat mein Leben wirklich positiv verändert. Und dadurch konnte ich Gottes Liebe und Gottes Gnade erleben. Und ich wollte mich eigentlich letztes Jahr halt nach der ganzen Veränderung eigentlich schon taufen lassen. Aber da gab es gar keinen Tauftermin mehr. Und mit dieser Taufe will ich einfach festmachen, dass Gott die Nummer eins in meinem Leben ist. Und ich einfach mein Leben vollkommen einfach ihm gebe. Ja. Hallo, ich heiße Jakob Wiedenbauer, ich bin 15 Jahre alt und wohne mit meinen beiden Schwestern und mit meinen Eltern in Römming. Ich gehe auf die FS Lörrach und bin dort auf dem Gymnasium in der 10. Klasse, also ich bin mit Levin in einer Klasse. In meiner Freizeit unternehme ich gerne Dinge mit Freunden und schaue oder spiele selbst Fußball. Ich spiele auch sehr gerne Schlagzeug, wodurch ich den Lobpreis ganz neu entdecken durfte. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und gehe seit Geburt an hier in die FG Lörrach. Durch den Kindergottesdienst habe ich das erste Mal aktiv von Gott gehört. Ich glaube, meine erste Entscheidung für ihn habe ich so mit circa 6, 7 Jahren getroffen. Doch da war das rückblickend eben dieser kindliche Glaube, in dem ich schon irgendwie geglaubt habe, aber nicht wirklich gelebt habe. Seitdem ich dann in den biblischen Unterricht und damit auch in die Jugend kam, entwickelte sich mein Glauben komplett neu und ich lebte diesen nun auch. Ich möchte mich hier nun heute taufen lassen, da ich einfach das Gefühl habe, dass das nun für mich in meinem Leben dran ist. Und ich möchte öffentlich bekennen, dass ich zu ihm gehöre. Ich habe seine Gnade erfahren und Jesus ist für meine Sünden am Kreuz gestorben. Daher möchte ich ihm mein Leben ganz hingeben und ganz zu ihm gehören. Hallo, ziemlich aufgeregt gerade. Also ich bin die Anna, 44 Jahre alt, arbeite in der Altenpflege. Ja, ich bin katholisch getauft worden. Ich bin katholisch getauft worden und mit dem Glauben habe ich mich in meiner Jugend und danach nicht mehr so beschäftigt. Vor 3 Jahren hat mir dann Bärbel, die Mutter meines Freundes, von dem Evangelium erzählt. Ich machte mir dann Gedanken darüber und schaute mir im Internet dann Predigten an und las auch die Bibel. Ja. In dieser Zeit habe ich noch schwer mit meiner Sucht und Depression zu kämpfen gehabt. Also ich habe 20 Jahre Alkohol, Drogen, Tabletten genommen, zu kämpfen gehabt. Immer wieder habe ich zum Herrn gesprochen, er soll mich doch freimachen, weil ich dieses Leben nicht mehr führen wollte. Schritt für Schritt hat der Herr Jesus dann in mir gewirkt. Mit vielen Rückschlägen hatte ich immer wieder zu kämpfen. Seit einem Jahr bin ich gefestigt in meinem Glauben. Der Herr hat mich komplett frei gemacht. Von allen Süchten hat er mich frei gemacht. Von allen. Ja. Der Heilige. Der Heilige Geist
lebt jetzt in mir. Ich möchte mich heute taufen lassen, weil ich an die Auferstehung Jesus glaube und weil ich mein Leben ganz dem Herrn abgeben möchte. Hallo, ich bin der Lukas Siebold, ganz neu hier in der Gemeinde seit Oktober letzten Jahres. Ich bin 26 Jahre alt und wohne in Sitzenkirch, die, wo das nicht kennen, das ist noch ein Stück weiter wie Kantern. Ich gehe meistens auch gern zur Arbeit, weil es Spaß macht, bei der Firma Bauhaus als Handwerkskoordinator. Genau, meine Familie oder Freunde haben mich heute begleitet. Vielleicht könnt ihr kurz winken. Hallo. Mega cool, dass ihr dabei seid. Freut mich sehr. Zu meinen Hobbys gehören Wandern, vor allem in den Bergen und im Wald. Grillen, vor allem im Sommer. Und ich treffe mich unglaublich mit meinen Freunden. Als Kind bin ich mit aufs Sommercamp gegangen oder ehemalige Kinderfreizeit. Manchmal nennt man es so, manchmal nennt man es so. Und danach bin ich in den Jugendkreis in Wittlingen und in Mappach gegangen. Genau. In meinem Glaubensleben gab es zwei bedeutende Entscheidungen. Bei einem, also unter anderem bei einem Übergabegebet bei Ich Glaub's 2013. Da war ich 17 Jahre alt. Ich glaube, es wurde durch meinen alten Jugendkreis ausgeführt und dort entscheide ich mich für ein Leben mit Jesus. Im Jahr 2020 wurde das Glaubensleben, machte das ein hartes Tief durch, weil meine Mutter dort an Krebs erkrankte und auch starb. Dankeschön. Nach einer intensiven Passions- und Fastenzeit dieses Jahr über Ostern oder vor Ostern entschied ich mich am 12.04. dafür, mein Leben Gott hinzugeben und Jesus als meinen Retter anzuerkennen. Genau. Grund zur Taufe: Ich möchte mein altes Leben hinter mir lassen und mit der Taufe festmachen, dass ich ein neues Leben durch und mit Jesus erfahren will. Mit der Taufe möchte ich eindeutig Ja zu Gott sagen und den Bund mit ihm eingehen. Folgende Verse haben mich da auch nochmal befestigt oder fundamentiert. Das klappt ja wunderbar hier. Dann kann ich den Zettel wegmachen. Ihr wisst doch, was bei der Taufe geschehen ist. Wir sind auf den Namen von Jesus Christus getauft worden. Da fehlt ein bisschen was. Getauft worden und haben auch Anteil an seinem Tod. Durch die Taufe sind wir also mit Christus gestorben und begraben. Und wie Christus durch die Herrlichkeit und Macht seines Vaters von den Toten auferweckt wurde, so haben wir ein neues Leben empfangen und sollen nun handeln, wie es diesem neuen Leben entspricht. Denn wie wir seinen Tod mit ihm geteilt haben, so haben wir auch Anteil an seiner Auferstehung. Letztlich geht es doch darum, unser früheres Leben endete mit Christus am Kreuz. Unser von der Sünde beherrschtes Wesen ist damit vernichtet und wir müssen nicht länger von der Sünde beherrscht werden. Sind wir aber mit Christus gestorben, dann werden wir mit ihm leben. Davon sind wir überzeugt. Wir wissen ja, wie Christus von den Toten auferweckt worden ist und nie wieder sterben wird. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Mit seinem Tod hat Christus ein für alle Mal beglichen, was die Sünde fordern konnte. Jetzt aber lebt er und er lebt für Gott. Ja, hallo. Mein Name ist Christine Kirchhofer. Ich bin 42 Jahre alt, verheiratet, habe zwei Kinder, Sophie, die ist 13 und Julian ist 11, die gehen auch hier in der Gemeinde in die Jugend. Ich arbeite halbtags in einem kleinen Pharmaunternehmen und bin den Rest vom Tag für meine Familie da. Mein größtes Hobby heißt Nelson und ist ein Golden Retriever.
Ansonsten lese und male ich gern und treffe mich gern mit Freundinnen, am liebsten auf eine Tasse Kaffee und gute Gespräche. Ich bin in einem nichtchristlichen Elternhaus groß geworden und habe vor circa 2,5 Jahren zu meinem Glauben gefunden. Damals hat mich meine Freundin gefragt, ob ich Lust hätte, in ihre Kleingruppe mit reinzukommen. Und dort habe ich dann ganz viel oder Gott neu kennengelernt. Ich bin immer neugieriger geworden, habe viel in der Bibel gelesen, habe Podcasts gehört oder Predigten angeschaut. Und natürlich habe ich auch angefangen zu beten. Und diese Gebete haben mein Leben verändert, weil dadurch habe ich Gott auf unterschiedliche Weise, bin ich Gott auf unterschiedliche Weise begegnet. Ich habe ihn damit oft um Rat gefragt, Weisungen oder Hilfe gebeten und habe dann tatsächlich oft Antworten bekommen. Entweder durch Impulse, wie so eine innere Stimme, oder teilweise sogar direkt von denjenigen, für die ich gebetet habe. Und am Anfang und auch jetzt bin ich jedes Mal so begeistert, wenn ich sehe, dass meine Gebete erhört werden. Diese Gebetserhörungen berühren mich immer ganz besonders. Seit da weiß ich einfach, dass Gott in meinem Leben ist und dass es in meinem Leben keine Zufälle mehr gibt. Der Wunsch, mich nochmal taufen zu lassen oder richtig taufen zu lassen, weil ich bin als Baby schon mal getauft worden, habe ich von Anfang an von meiner neuen Glaubensreise. Und heute möchte ich den Bund zwischen Gott und mir einfach nochmal ganz bewusst erneuern. Ich möchte noch kurz ein paar Worte an meine Taufpatin richten, die sitzt da, ich gucke sie nicht an, weil sonst geht's nicht mehr. Cindy, ich kann in so kurzer Zeit, wir müssen uns ja laut Timo mit der Zeit beschränken, gar nicht in Worte fassen, was du für mich bedeutest. Alles, was ich sagen würde, wäre immer zu wenig. Ich hoffe, du weißt, wie lieb ich dich habe, dass mir dieser Moment heute mit dir alles bedeutet. Du bist mein Fels in der Brandung. Mit dir kann ich lachen und weinen, ununterbrochen quatschen, still sein, beten. Ich brauche mich mit dir nicht zu streiten, weil es keinen Streitpunkt gibt. Du bist mein Vorbild, mein Mentor, meine Stütze und meine allerbeste Freundin. Danke, dass du mich im Glauben immer so unterstützt und heute bei mir bist. Wow, vielen, vielen Dank für euren Berichte und ich weiß, einige von euch waren ein bisschen nervös, ne, vor so vielen Leuten zu reden, das macht man nicht so oft, und aber danke, dass ihr das so gut gemeistert habt. Jetzt habe ich noch gesagt im Taufkurs, wenn jemand von euch noch Gemeindemitglied werden will, dann kann das auch gleich machen, muss dann nicht nochmal auf die Bühne was erzählen, sondern kann beides einmal machen. Ne? Und dann haben zwei gesagt, ja klar, das machen wir, wollten sowieso Gemeindemitglied werden, das nutzen wir. Und das war die Christine und der Lukas. Und deswegen bekommt ihr noch eine kleine Zusatzfrage von mir gestellt, genau, nämlich warum wollt ihr Gemeindemitglied werden? Erzählt doch mal ganz kurz, was euch dazu bewogen hat. Ja, genau. Und zwar durfte ich erfahren, wie offen die Gemeinde einerseits ist. Ich wurde sehr freundlich begrüßt im ersten Gottesdienst. Wurde ich direkt auch wahrgenommen. Genau. Das hat mich sehr gefreut. Und die Gemeinde ist auch für mich ein wichtiges Zuhause mit sehr vielen wichtigen Aufgaben. Mich unterstützen im Gebet oder in der Seelsorge, wenn es Bedarf hat. Genau. Also auch für mich da zu sein. Genau. Also sehe ich die Gemeinde auch als einen Schutzort an, genau. Ja, wir freuen uns, dass du Gemeindemitglied werden willst und irgendwann in den nächsten Gottesdiensten wird er dann nochmal für dich gebetet und du wirst offiziell aufgenommen. Genau, auch genauso wie bei der Christine, erzähl du uns doch auch mal kurz, warum du Gemeindemitglied werden willst. Ja, also auch da muss ich meinen Zettel nehmen. Also ich habe mich von Anfang an hier sofort willkommen gefühlt. Die Leute sind alle so freundlich und offen und vom ersten Gottesdienst an habe ich gemerkt, das ist meine Gemeinde hier. Ich finde es so schön, was für jede Altersgruppe angeboten wird, dass jeder in seinem Glauben hier wachsen darf, gestärkt wird und dass man füreinander da ist, und davon möchte ich gern Teil sein. Gut,
Gut, die Kinder sind auch schon da, dann können wir ja loslegen mit der ersten Taufe. Die Annie fängt an und wir gehen jetzt ins Wasser. Sammy wird taufen und Dominik wird den Vers nochmal vorlesen. Der dir da einige Orientierung geben darf für die Zukunft. Aus 4, Verse 6 bis 7. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Der Friede Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in euer Innersten bewahren. Euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. An folgendem darfst du festhalten und dich daran erinnern. Du bist tot für die Sünde und darfst leben und lebe jetzt für Gott, der dir in Jesus Christus und durch Jesus Christus ein neues Leben geschenkt hat. An dich folg. Ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Levin, auch für dich geht's los und man sieht, dass du regelmäßig ins Gym gehst, aber ich dachte, es braucht einen Vers, der dich erinnert, wo deine wirkliche Stärke herkommt. Und den habe ich dir rausgesucht aus Psalm 18, Vers 2 bis 3, wo David betet: Ich liebe dich, Herr, du bist meine Stärke. Der Herr ist mein Fels, meine Festung und mein Befreier. Mein Gott ist meine Zuflucht, mein Schild und mein starker Retter, meine Burg in sicherer Höhe. Nimm diesen Vers mit in deine Zukunft mit Gott. Einen Plan mit deinem Leben und wir dürfen gespannt sein, wie du den entdeckst und lebst. Und deswegen darfst du daran festhalten, du bist tot für die Sünde und mit Christus auferstanden zu einem neuen Leben. In ihm hast du ein neues Leben geschenkt bekommen und du darfst darin leben und entdecken, was das bedeutet. So taufen wir dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Jakob, auch mega gut, dich hier im Wasser zu sehen, über diesen Moment, der vor dir ist. Und du hast beschrieben, du bist ja auch musikalisch unterwegs. Auch dafür braucht es natürlich immer wieder wertvolle Inspiration, über was man denn da so Lieder singen kann. Ich habe hier einen Vers rausgesucht aus Jesaja 12, Vers 2. Ja, so ist mein Gott. Er ist meine Rettung. Ich vertraue ihm und habe keine Angst. Der Herr allein gibt Kraft. Denke ich an ihn, dann beginne ich zu singen, denn er hat mich gerettet. Nimm diesen Vers mit. Jakob, seit einem Jahr sind wir als Kleingruppe unterwegs und ich will dir heute zusprechen, du bist gesehen und geliebt. Und ich finde es so schön zu sehen, dass du das erwiderst.
und dass du sagst, ich will diese Liebe zurückgeben. Und ich will mit dieser Person, mit diesem Gott, der mich liebt, die will ich auch lieben. Und so darf ich dir zusprechen, du bist tot für die Sünde. Und daran darfst du festhalten. Und du darfst jetzt leben in einem Leben für Gott, das dir Jesus Christus geschenkt hat. Und so taufe ich dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Mit dem Vers: Der Herr behüte dich vor allem Übel. Er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Und das wird er auch tun. Werner, ich freue mich sehr, dass du hier stehst. Und wir haben gehört, wie Gott einen Weg mit dir gegangen ist, dich freigemacht hat von manchen Bindungen, wie du neues Leben mit ihm erfahren hast und erlebt hast. Und das wünschen wir dir von Herzen, dass du da weiter hineinwächst und in der Taufe willst du es bestätigen. Und da kannst du auch wirklich daran festhalten. Du bist tot für die Sünde. Und in Christus hast du ein neues Leben und du bist fähig, dieses neue Leben zu leben und Stück für Stück zu ergreifen. Und so taufen wir dich auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lukas, auch mich freut es mega, wo wir jetzt schon ein paar Monate miteinander unterwegs sind, dich hier in diesem Pool zu sehen, in voller Erwartung, des neuen Leben, das dich da erwartet. Auch für dich wurde ein Vers rausgesucht, der dich da begleiten soll. Aus Psalm 91, denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einem Stein stoßest. Das sei dir mitgegeben. Lukas, als ich dich zum ersten Mal hier gesehen habe, habe ich sofort gewusst, in diesem Mann ist irgendwas sehr, sehr Wunderbares drin. Und ich freue mich so, mit dir hier zu stehen. Und dass wir gemeinsam, du mit uns, diesen Glaubensschritt gehst. Ich finde es mega. Du bist tot für die Sünde. Und daran darfst du festhalten. Lebe nun für Gott, der dir in Jesus Christus ein neues Leben geschenkt hat. Ich taufe dich, Lukas, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Darf ich noch meine Seite der Geschichte darstellen. Und zwar, liebe Christine, wir sind seit über 20 Jahren befreundet, durch Höhen und Tiefen zusammengegangen. Und ich habe so oft probiert, dir meinen Glauben nahezubringen, meine Hoffnung.
Ich habe sie mit zu Live on Stage geschleppt nach Basel. Ich habe sie zu Gemeindeveranstaltungen mitgenommen. Und ich habe sie sogar dem Timo vorgestellt, weil ich sie hierher geschleppt habe mit zum Blutspenden, als hier in der Gemeinde meine Blutspendeaktion war, weil ich dachte, dieser sympathische Pastor, der bewegt vielleicht noch was. Und jetzt stehen die zwei da zusammen im Becken. Unglaublich. Aber das zeigt einfach, ich habe gar nichts in der Hand. Wir können nur für die Menschen da sein und ihnen einfach unsere Hoffnung, unseren Glauben im Alltag vorleben und einfach für sie da sein. Und deswegen habe ich dir, Christine, den Vers rausgesucht. Liebe Christine, freue dich über den Herrn und er wird dir geben, was du dir von Herzen wünschst. Befiehl dem Herrn dein Leben an und vertraue auf ihn. Er wird es richtig machen. Dass du ihm treu bist, wird dann unübersehbar sein wie das Licht. Dass du Recht hast, wird allen aufleuchten wie der helle Tag. Warte still und geduldig darauf, dass der Herr eingreift. Ja, Christine, das hatte ich ganz vergessen mit dem Blutspenden. Aber Blutspenden rettet Leben und Jesus auch. Und da schließt sich der Kreis wieder, da sind wir hier. Und du willst mit Jesus leben und du kannst wirklich daran festhalten. Du bist tot für die Sünde und auferstanden mit Jesus und kannst nun für und mit ihm leben und Stück für Stück in die Berufung hineinwachsen, die Gott für dich hat. Und so taufen wir dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ja, nicht nur in der Predigt haben wir allen Grund zum Feiern entdeckt, nein, auch jetzt in diesen lebendigen Zeugnissen, die hier vor unserer Nase waren, die hier gerade erfrischt wurden, die sind ein Grund zum Feiern, weil wir berichtet davon haben, was unser großer Gott, unser lebendiger Gott wirken kann und was er für eine Macht und eine Kraft hat. Das wollen wir jetzt noch musikalisch zum Ausdruck bringen. Ja, wie schön ist das, was wir gerade erlebt haben, oder? So eine Taufe ist sowas Besonderes und was Emotionales. So schön zu sehen, dass diese 6 oder 7 Menschen, wenn wir sie mehr noch dazu nehmen, sich entschieden haben für ein Leben mit Gott. Dass sie sagen, Gott, du bist genug für mich. Und sie haben sich entschieden, Jesus zu folgen und sich niemals wieder umzudrehen, niemals zurückzugehen. Und genau das wollen wir jetzt auch in einem Lied gemeinsam singen. Du bist genug. Das wollen wir Gott zusingen. Und vielleicht kennst du das Lied nicht oder kannst auch mit dem Ganzen gar nicht so viel anfangen, hast du eine Entscheidung für dich selber noch nie getroffen, dann musst du dich nicht gezwungen fühlen, irgendwie mitzusingen oder so. Aber ich möchte dich einladen, hör zu. Hör zu auf die Musik und lese einfach den Text mit und lass ihn auf dich wirken. Denn es steckt so viel Wahrheit da drin, in diesen Worten, die wir singen. Und es gibt einen Grund dafür, dass diese Täuflinge diese Entscheidung getroffen haben und den Weg mit Jesus gehen. Denn es ist pure Wahrheit. Lasst uns singen, lasst uns anbeten. Du bist genug für mich.
ist mein Lohn, ich bin ihm ganz ergeben. Es gibt nichts in dieser Welt, das mich so erfüllt wie er. Egal was kommt, ich sing zu dir niemals zurück. Ich bin befreit. Du bist genug für mich. Du bist genug für mich. Alles, was ich brauche, ist in dir. Alles, was ich brauch, alles bist du mir, die Freude meiner Rettung. Diese Hoffnung bleibt bestehen, wir gehören zu dir. Vor mir niemals zurück, niemals
König voller Pracht, voll Weisheit und voll Macht. Die Schöpfung betet an, die Schöpfung betet an. Er kleidet sich in Licht, das Dunkel hält ihn nicht und flieht, sobald er spricht, und flieht, sobald er spricht. So groß ist der Herr, sing mit mir, so groß ist der Herr. So, ihr lieben Täuflinge, genau, kommt nochmal nach vorne. Sind wir schon komplett? Anna kommt, ja, ich sehe dich, sehr gut. Das ist natürlich wirklich ein absolutes Highlight für uns als Gemeinde, so einen Taufgottesdienst feiern zu dürfen. Deswegen möchten Götz und ich als Teil der Gemeindeleitung auch nochmal ganz besonders euch sechs
jetzt hier den Segen und im Gebet zusprechen, als Teil wirklich auch dieser Gemeinschaft. Ich hoffe, ich gehe mal ein bisschen so, ich hoffe, Kamera ist zufrieden, perfekt. Also, nein, das ist wirklich ein Privileg und ihr sechs seid einfach wirklich tolle Menschen und deswegen möchten wir einfach jetzt das Gebet euch zusprechen. Wem es möglich ist, bitte ich dazu aufzustehen, sorry. Vater, es ist einfach ein unglaublicher Moment für uns alle hier, diesen Taufgottesdienst jetzt zu erleben, diese sechs wunderbaren Menschen, die du geschaffen hast und die du durch und durch kennst, jetzt hier auch zu erleben, diesen besonderen Tag, wo sie vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt den Bund mit dir festmachen, Herr, diesen Tag gemeinsam erleben zu dürfen. Ich bitte dich wirklich, dass du jeden einzelnen von ihnen wirklich ganz besonders auch deine Kraft, deinen Heiligen Geist zur Seite stellst, Herr, dass sie heute und für alle Tage dich spüren dürfen in ihrem Alltag, in ihren Situationen, in ihren Herausforderungen, in ihren Highlights und Lowlights, das, wo es auch Täler gibt, Herr, dass sie spüren dürfen, dass sie nicht alleine sind, dass sie geliebtes Kind sind von dir, Herr, dass sie Königskinder sind. Und ich möchte dir wirklich diesen Segen in deinem Namen, Herr, wirklich für sie aussprechen, Herr, und dass sie das immer und immer wieder erleben dürfen. Und ich bitte dich auch darum, dass du uns als Gemeinde ihnen zur Seite stellst, wir als Menschen, wir haben das immer wieder gehört, wo Begegnungen, womit man miteinander, wo man Zeugnis geben kann, wo man sich helfen kann, wo man beieinander ist, wo man miteinander ist, Herr. Schenke, dass sie immer die richtigen Menschen auch an ihrer Seite haben. Herr, nimm uns als Gemeindemitglieder, als Freunde, wirklich als dein Werkzeug auch mit in diese Rechnung, Herr, dass wir es schaffen, auch immer wieder ihnen von dir zu erzählen und auch immer wieder ihnen Mut zu geben und ihnen Kraft zu geben und ihnen Hilfe zu geben, wo es notwendig ist. Herr, und lass diese sechs tollen Menschen auch wirklich zum Zeugnis werden für dich, Herr, dass Menschen auf dich hingewiesen werden und auch, dass sie zum Segen werden für ihr Umfeld, zum Segen für uns als Gemeinde, Herr. Das ist wunderbar zu erleben und immer wieder ein absolutes Privileg. Herr, ich möchte es dir wirklich anbefehlen, Herr. Amen. Liebe Vater, ich danke dir für dieses Freudenfest, das wir heute erleben dürfen. Heute ist ein Freudenfest hier in der Gemeinde, aber auch ein Freudenfest im Himmel. Ich danke dir, dass du feierst, auch über diese sechs, und wir nehmen die Simea noch mit hinein, sieben Täuflinge wunderbar geschaffen hast und dass Freude im Himmel ist über diese wunderbaren Menschen. Und wir freuen uns, dass wir gewiss sein dürfen. Wir wollen das auch aussprechen, dass nichts und niemand, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine Macht, noch irgendetwas sonst, diese sieben, aber auch uns scheiden kann von deiner Liebe. Das ist so ein großes Geschenk, und wenn wir mit dir unterwegs sind, und die sieben haben das heute nochmal ganz besonders festgemacht und auch vor der unsichtbaren Welt bestätigt, dass deine Liebe das Größte ist, und wenn wir an dir bleiben, dann bist du in uns und wirst du in uns bleiben. Und ich danke dir so sehr für die sieben, dass du sie gerufen hast bei ihrem Namen, dass du sie wunderbar geschaffen hast und sie zum Segen auch werden lässt. Sie sind zum Segen schon geworden und sie werden noch vielen Menschen zum Segen werden, die sie begleiten werden in all den Begegnungen, die sie haben werden. Ich danke dir, dass du wirkst durch Menschen und dass diese sieben jetzt auch in ihrem Umfeld für dich unterwegs sein werden, dass sie weitererzählen von deiner Güte und deiner Treue und deiner Größe. Dass wir als Gemeinde das erleben dürfen, wie du Menschen rufst und wie du Menschen entwickelst und weiterführst und wie du für uns alle einen guten Plan hast. Ich danke dir so sehr, Herr, für dieses Freudenfest heute und für diese sieben Menschen. Wir wollen sie ganz bewusst auch in unsere Mitte, in unsere Gebete mit hineinnehmen und den Segen zusprechen, den du geben wirst und reichlich gibst und gerne schenkst. Und so segnen wir sie in deinem Namen und danken dir so sehr für diese sieben wunderbaren Menschen. Amen. Ihr dürft gerade stehen bleiben. Nicht?
Man nimmt doch gerne noch einen Platz. Das dauert noch lange. Aber wir sind doch schon fast am Finale angelangt. Genau, was für ein Freudenfest wir hier zusammen feiern durften. Uns war es wichtig, uns war es ein Gebet für diesen Gottesdienst, dass hier sichtbar wird, wer dieser Gott ist, dass er lebendig ist und dass er mit Menschen unterwegs ist, an Menschen wundersam heilt. Und das ist ein großer Grund zur Freude. Ich kann mir vorstellen, dass das ganz unterschiedliche Sachen auslösen könnte. Vielleicht merkst du auch, hast du in diesem Gottesdienst irgendwie auch eine Stimme oder einen Impuls gespürt zu sagen, hey, vielleicht ist diese Entscheidung bei dir schon längst überfällig oder bei dir ist sie auch dran, dich dieses Jahr zum Ausdruck zu bringen, dein Jahr zu Jesus. Dann möchte ich dich einladen, wenn du Interesse daran hast, dich taufen zu lassen, dann komm doch einfach nach dem Gottesdienst auf mich oder den Timo zu und dann klären wir das ab, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Genau, gleichzeitig kann es aber auch sein, dass du sagst, hey, ich würde mir eigentlich voll wünschen, dass jemand oder dass ein Thema irgendwie aufgedreht, wo ich mir wünschen würde, dass da jemand für mich betet. Dann haben wir auch ein Angebot, wo jemand bereitsteht, der gerne für dich betet und Gottes Wirken in deinem Leben bittet. Genau, da kannst du einfach hier rausgehen und dann links einfach immer der Nase nach und da wartet jemand auf dich. Oder du nimmst das Online-Angebot über die E-Mail-Adresse, die hier eingeblendet sind. Ansonsten freuen wir uns natürlich mega über den Schritt, den die Täuflinge heute gemacht haben. Wir wollen die Gelegenheit nutzen, noch mit ihnen Kaffee zu trinken. Draußen im Foyer gibt es für alle noch Kaffee. Seid herzlich eingeladen, noch ein bisschen zu verweilen, die Gemeinschaft miteinander zu genießen. Wenn ihr die Täuflinge seht, dann sagt ihnen herzlich willkommen in der Familie. Gebt ihnen einen Drücker, wenn sie das wollen. Genau, und feiert das noch einen Moment mit ihnen. Für die Leute, die noch geladen sind zu der Tauffeier, darf ich ausrichten, dass um 12:55 wird ein gemeinsamer Startschuss gegeben. Guckt doch einfach, dass ihr um 12:55 drüben in der alten Druckerei sind. Das ist auch einfach hier durch und dann immer den Geräuschen nach sozusagen. Genau, was für ein Fest. Bleibt gerne noch da, genießt die Gemeinschaft miteinander, geht ein bisschen an die frische Luft. Aber ich möchte nicht das noch missen, dass euch noch der Segen zugesprochen wird. Da dürft ihr wieder dafür aufstehen. Ich habe mir da gedacht, das lohnt sich doch nochmal hinsitzen, ne? Dass ihr mit neuen Kräften nochmal unterwegs seid. Genau, ihr Kinder, ihr dürft auch aufstehen. Ne? Der Segen gilt auch für euch, ganz besonders für euch. Sehr cool. Ich darf euch den Segen Gottes zusprechen. Die überschwängliche Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die tiefe Liebe Gottes und die wohltuende Gemeinschaft des Heiligen Geistes, die sei mit euch allen. Amen. Einen wunderschönen, freudigen Sonntag euch.